Sehr geehrte Damen und Herren, live aus der Flora zu Köln. Der große NRW-Staatspreis geht an Dr. Angela Merkel. Aber das spielt heute überhaupt keine Rolle, denn viel wichtiger, hier wird gleich Hendrik Wüst zum CDU-Kanzlerkandidaten gekürt. Herr Laschet, hallo, wie geht's Ihnen? Hendrik Wüst wird heute zum Kanzlerkandidaten der CDU gekürt und wir möchten, dass Sie die Nachricht Markus Söder überbringen. Angela Merkel kriegt heute den Staatspreis des Landes. Das passiert auch. Und dieses Signal senden wir auch nach Bayern. Herr Steinbrück, für die jüngeren Zuschauer, Sie sind ja quasi der Armin Laschet der SPD. Wie bitte? Haben Sie einen Tipp für Hendrik Wüst, Kanzlerwahlkampf? Hat sich denn diese irrsinnig komische Frage von Ihnen ausgegeben? Da haben Sie aber lange dran geknauselt, ne? Dass ich der Armin Laschet der SPD bin. Was möchten Sie denn gerne hören? Dass Sie einen Tipp an für den Kanzlerwahlkampf von Hendrik Wüst. Das ist die nächste ganz filigrane Frage, die Sie sich ausgedacht haben. Dafür bin ich ja bekannt. Ja, ne? Aber darüber müssen Sie erstmal mit Herrn Merz reden. Einverstanden? Heute ist ja der Zeitpunkt, wo Angela Merkel Hendrik Wüst quasi das Erbe überträgt. Es könnte danach aussehen, man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, zum Beispiel, dass Friedrich Merz nicht hier ist. Ja, das liegt vielleicht daran, dass er Frau Merkel ja beim ersten Orden schon nicht gratuliert hat. Inzwischen ist auch Hendrik Wüst eingetroffen. Und meine seriösen Kollegen stellen seinen Parteifreunden schon mal kritische Fragen. Die Antwort ist ganz einfach. Es gab Würstchen und Kartoffelsalat, sehr bodenständig. Und Angela Merkel goss das Glas Bier dann auch noch selbst ein. Warum wäre Friedrich Merz der absolut falsche Kanzlerkandidat? Friedrich Merz ist ein super Parteivorsitzender, super Fraktionsvorsitzender. Und wenn ich mir Olaf Scholz anschaue, dann würde ich mir wünschen, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wäre. Sagt der Generalsekretär, der Armin Laschet zur Niederlage gegen Olaf Scholz gebracht hat. Jetzt nochmal den Finger in die Wunde legen. Mal reinlegen. Ja, ich glaube, Sie über Olaf Scholz hätten. Wir haben gegen Olaf Scholz. Ja, das ist bitter. Das ist tatsächlich bitter. Es ist bitter. Das ist schon sehr lustig. Ja, es ist bitter und ich trage eine große Verantwortung dafür. Ja, es ist so, es ist mehr Culpa. Das kann man Hendrik Wüst nur als Tipp mitgeben im Kanzlerwahlkampf. Paul Ciemiak sollte er nicht nehmen. So, das müssen Sie dann ihm sagen. Er wird mit anderen dann richtig entscheiden. Herr Lauterbach, Sie hier, seit Corona vorbei ist, ist Ihnen wirklich einfach nur noch langweilig, oder? Ständig Arbeit. Ich freue mich, Angela Merkel wiederzusehen. Und also, habe mir diese knappe Zeit aus den Rippen geschnitten. Alle sind heute hier, um zu gratulieren. Sollte nicht irgendjemand Friedrich Merz Trost spenden? Vielleicht ist er ja unterwegs und kommt noch. Guter Witz. Nein, im Ernst. Also vielleicht kommt auch nicht. Weil das Vertrauen in Sie groß. Hendrik Wüst hält jetzt hier seine Rede und ich muss sagen, er ist wirklich der wahre CDU-Kanzlererbe. Er bringt den Saal schon genauso zum Kochen wie Angela Merkel. Jeder spürte Ihr echtes Interesse an Menschen, Ihren Sorgen, Nöten, Ihren ganz unterschiedlichen Biografien. Herr Laschet, ich habe noch was für Sie. Noch ein Geschenk. Hier. Für Sie der Heute-Show-Staatspreis dafür, dass Sie Markus Söder als Kanzler verhindert haben. Vielen Dank. Danke schön. Ist auch ein schönes Geschenk, oder? Ja. Alle sind begeistert. Ich finde, das hätten Sie in Gold kriegen müssen. Was für ein schöner Tag. Bleibt eigentlich nur eine Frage offen. Herr Wüst, nehmen Sie die Kandidatur an. Ja, einfach weitergehen, während die Heute-Show alberne Fragen stellt. Der Mann ist wirklich Merkels Erbe. Und damit zurück ins Studio. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!